in der zweiten Woche wird es ja immer ein bisschen anstrengender für die meisten Kandidaten. Wer hat sich denn bisher am besten entwickelt und warum? Also ich fand zum Beispiel ganz lustig, jetzt nicht am besten entwickelt, sondern ich habe mir von Peter nicht ganz so viel erwartet, weil ich am Anfang gedacht habe, oh, diese Witze. Aber ehrlich gesagt finde ich den mittlerweile wirklich auch total drollig und irgendwie auch lustig, weil er hat zwar immer diese Karlauer, aber er ist super nett, er ist unkompliziert und ist immer gut drauf und hilfsbereit, weißt du, und erzählt immer Geschichten. Irgendwie bin ich von dem, ehrlich gesagt, am meisten positiv überrascht. Ja, Peter. Geht mir auch so, der Peter, den ich auch vorher gar nicht kannte und nicht so wirklich auf dem Zettel hatte, aber dann kommt er hier rein, er ist auch ein Baum von einem Mann, irgendwie 2,20 Meter groß, sitzt da und ist irgendwie immer ausgeglichen und entspannt. Und, der macht jeden Morgen total viele so Push-Ups und Übungen und so weiter. Ich auch und bin keine 2,20 Meter groß. Ich bezweifle, dass du jeden Morgen Push-Ups machst, Daniel. Wer ist denn, muss ich euch jetzt natürlich auch fragen, die größte Enttäuschung in dieser Staffel bisher? Kann sich ja immer noch ändern, wie wir wissen. Das kann sich noch ändern. Ich habe bisher, fliegt bei mir der Erik Stehfest so ein bisschen unterm Radar durch, den ich ja auch von Let's Dance kenne und weiß, dass er ja auch jemand ist, der was zu sagen hat und der eine Meinung hat und der... ja, der vielleicht einfach bisher einfach vielleicht nicht so viel gezeigt wurde. Der ist für mich, da, bei dem würde ich mir wünschen, mehr zu sehen, ehrlicherweise. Ja, sehe ich genauso. Sag mal, was ist denn mit dem symbiotisch geworden? Es ist Zeit, dass wir das beenden sollen, ja.